Du musst da den Hebel ziehen und dann kommt der Fahrstuhl runter. Nee, es gibt nur einen Hebel. Seine Plattform ist hochgefahren. Achso, okay. Ah ne, Ja. ah, nee, hier ist ein Hebel. Da Oh, ist na er, toll, das Alter, ist jetzt komme ich wieder runter. Ja, wartet er. mal, Ja, Leute, ich bin mega weit weggelaufen. dann quatsche ich nochmal mit Yuzu? dem. Ach ne, Yuzu. Heiler, komm. Da oben ist nämlich ein Gegner. Ja, ich bin da. Yuzu ist derjenige, der nicht da ist. Ja, das dauert kurz bei mir, sorry. Yuzu war wieder lost. Ja, ich bin wie gesagt wie Zoro bei One Piece, Alter. Ich finde den Weg nie. Na, ja, alles klar. Achso, Alex, ich hab dir Handschuhe reingelegt. Zieh die mal an, bitte. Oh, cool. Warte. Alter, Handschuhe, der macht. Bei einem Nahkampftreffer bewirkst du möglicherweise einen Malus von auf die Angriffs- und des Ziels. Oh, schön, ja. Nicht schlecht. Jetzt fahrst du mal wieder runter, oder? Achso. Den kann ich ja runterziehen wahrscheinlich. Ey. Ja, sorry. So, da oben auf dem Hügel war ein Gegner. Okay, dann laufe ich als erstes schon mal hin. Ja. Ja, ich wollte nur ein Stück vorlaufen, damit du den Weg weißt, Jusen. Ich danke dir. Ich weiß jetzt nicht, wo er hin ist. Hier oben ist eine Leiche auf jeden Fall. Ah, dann ist er tot. Ich gehe jetzt. Nee, es sieht aus wie ein Mensch. Achso, ah, nee, nicht plündern, Leute, nicht plündern. Okay, okay. Da unten ist ein Typ. Ich sehe sowas wie einen Drachen. Ja. Wahrnehmung. Ich quatsch mal mit dem Typen da erstmal, oder? Nein, warte doch mal, er macht doch gerade Wahrnehmungswurf. Er quatscht, er macht doch gerade das mit dem Teleskop. So, sorry, sorry, sorry. Ah, nice. 21. Okay, ist ein Drache. Ist definitiv ein Drache. Cool. Kannst du das bewegen, das Teleskop? Das hat gleich abgebrochen nach ein paar Sekunden. Also ich konnte nicht jetzt bewegen. Wo ist er weggeflogen? Nach links? Nach links. Bewegen oder nach rechts? Nach links, glaube ich, war das. Okay. Einmal nach rechts. The telescope points straight ahead. Schön, jetzt ist alles wieder unscharf. Nochmal nach rechts. Das muss es doch zu gesehen geben. The telescope points to the right. Wie diese Click-Adventure-Spiel. Ah, hier diese Schlucht. Kann ich bloß wieder zurückbewegen. Ich war schon mit dem Typen da unten, ja? Ja. Mhm. That should have killed her, but she kept gasping, clawing at the arrow. Nee, warte. I had the same thought. And it's just going to keep happening. Hier links ist doch jemand, wer will quatschen? Aber David, willst du dich nicht mal mit einem Heiltrank oder so heilen? Die 6 Punkte können echt wichtig sein. Wart lieber, bis ich nochmal Schaden kriege, dann benutze ich mein Heilen. Oder mein Heil. Okay, stimmt, du, ja, vergesse ich auch wieder. Eigentlich soll Yuzu Paladin, der müsste doch auch heilen können.
Ich konnte mal heilen, wo ich noch die Paladin-Fähigkeit hatte. Goblins hunt in packs. Kann ich jetzt nun nicht mehr. Aber jetzt kann ich Gegner mit irgendwelchen komischen nekromantischen Fähigkeiten verletzen. Auch nicht verkehrt. Maybe, but we're not fighters. If they broke through, it'd be a massacre. The sooner we leave for Baldur's Gate, the better. Baldur's Gate, alles klar. If the road was clear, a 10 days walk maybe. But while the goblins are out there, it might as well be the other side of the world. Alter, laufen, Alter. Von den Hallen. Guck mal, wie ich richtig hier, Alex, oder? Bitte? Nee. Ich wollte nur mal gucken, ob man da hochkommt, aber nee. Aber jemand quatscht gerade, warte mal. Keep your wits about you. Things are tense with the druids here. Okay, Druiden sind böse anscheinend. Das wusste man ja schon. Guck dir David an. Bin ich böse. Aber bist du nicht. Ah, du bist ja verschlagen, du bist uns gerade in der Gruppe auflösen, du kleiner Hundus. Nein! Habe ich nicht durchschaut. Wo wir vorher waren, oder wie? Nee, wir müssen weiter nach unten laufen. Genau. Oder wir quatschen da ganz oben mit dem. Also ich folge jetzt einfach mal. Shaolin. Ich bin jetzt Alex hinterher gelaufen. Ich auch. Ja, kommt dem Zwerg hinterher. Hm? So viele Leute, mit denen wir theoretisch reden könnten, Alter. Wir sind doch noch amok viele Händler. Wir könnten rein theoretisch auch mal gucken, was die Händler noch so haben. Dann guck gerne durch. Wenn sparen und später vielleicht erst gucken. Oder können nicht. Wir auch machen, ja. Also wir müssen mit der quatschen, dann rede ich jetzt mit der. How long do you think we've got before the goblins come? Was? Okay, war nur ein Tagebucheintrag. We should be getting drunk at least. No fun waiting for death sober. So. Können wir mit dem nur quatschen, wenn wir die Olle dabei haben, oder? Ne Zoro. Hier ist Zoro. Bin nur zu. Ah, letztes Mal hatten wir ja die Olle da dabei. Oh. Ne? Ich glaube, wir waren vorher auch hier drin und haben, oder? Ja, ich war glaube ich hier drin, ja. Put it down. She can't fight back. That's the point. Get out of the way! She didn't kill your brother! Shoot before you lose your nerve, Tiefling. If you ever had it to begin with. Ah, Davidos. Mr. Blue Man. Eine Lila soll es sein, oder? Chosen by the absolute I am. I'm blessed. He's blue, oh, bless and you, all right. I'm not. Wenn ich da vortrete, dann kriege ich das noch ab. Here it comes, you little beast. Ich weiß ja gar nicht, worum es geht. Okay, oh, also das hat sich schon mal verkackt. Aber okay, wir machen nicht das, was die Mehrheit sagt, wir machen das, was der Einzelne will. Dann können wir uns aber das Reingeklicke auch sparen. Weil es nur in diesem Fall ist, was achten wir doch mal drauf, Dicker. Also die Tür könnten wir hier knacken und rausgehen, aber... Ich glaube, wir könnten nicht looten. Das bringt eh nichts. Okay. Nicht erreichbar? Kommst nicht rein, wa? Ich kann's nicht knacken. Okay. Ja, unknackbar. Na gut. Rudi, wo lang? Eigentlich müsste man mit dem Typen da unten reden. Ich würde es doch, oder? Ich jetzt.
Ja, mit dem hier, mit dem Zuru, ja. You should be getting drunk at least. No fun waiting for death sober. Jetzt ist ja die Frage, wie wir die Olli hierher kriegen. Die Orken oder wie die heißt, weil die hat ja gesagt, wir sollen den finden. Mit der Krippe. Die von vorhin oder was? Ja, die Orken, ja. Ja, dann müssen wir erst ins Lager zurück und die mitnehmen. Ja, aber das geht ja nicht, wir sind ja zu viert. Ja. Wie, denn kann man trotzdem keinen weiteren mitnehmen? Was ist das für ein Scheiß? Dann kann man ja so eine Quest zu viert gar nicht spielen. Kann ich mir nicht vorstellen. Man muss die trotzdem mitnehmen können, das ist doch Schwachsinn sonst. Naja, dann lass uns Lager gehen und probiert aus. Wir kommen noch hier wieder raus. Vielleicht müssen wir erst eine andere Quest machen. Haben wir das letzte Mal auch nicht. Hier unten ist Retter die Flüchtlinge. Ja. Da hinten ist die Lasel. Wie gesagt, ich würde hier erstmal die Flüchtlinge. Die Gethyanki-People haben ein Wort für Männer wie die Blade of Frontiers. Shalak, roughly translated, idealist do-gooder, or better yet, benevolent burden. His confidence is an asset. Oh Junge, ja, quatsch nicht so viel. Ja, kommt doch in meine Gruppe einfach, oder? Ja. You've no room. Ihr seid zu viele. Dismiss your weakest warrior. Scheiße. Jetzt habe ich gerade weg. Okay. Einfach weg hier. Na, ihr wollt jetzt da unten die Flüchtlinge machen, oder was? Ich glaube ja. Ich weiß nicht, glaube ich. Hier unten kam. Ja. Ja, da vorne steht einer, ich geh mal hin, oder was? David? Ne, warte mal, das ist Kamm. Wo die anderen beiden sind. Oder ist es da? Beiderus? Mhm. Ist auch da. Okay, alle da. Gut, da gehe ich da mal hin. I heard what happened. Thank you for protecting the child. If the druids are this far gone, then it's not just goblins we have to fear. So we can risk violence here or face it for certain on the road. Quite the choice, isn't it? Bleibt auch. So. Okay. Wir hatten die 4 angeklickt. Eck. Ah, okay. Dein Bild siehst du zum Beispiel gerade auch nicht mehr. So. Okay. No, the druids are too powerful. We can't stand against them all. It's Corga's influence. Without her twisting things, I believe the druids might see sense. It's good of you to offer, but there's a whole army of goblins out there. We'd need an army of our own to escort us safely to Baldur's Gate. And while I don't doubt your abilities, you're no army. There may be a way, though. Goblins are ill-disciplined. It's unlike them to organize so cleverly. Somebody must be leading them, bringing discipline to their ranks. Take out that leadership, and they'll scatter. It's no small thing to ask, but
I've seen you fight. You're equal to the task. Hm. Komm, wir killen den Anführer. Gibt bestimmt eine gute Seite. Everyone in this camp depends on it. Thank you. We'll be ready to leave as soon as you give word. Aber schön, dass er sagt, das war nicht so aussehen, als wenn wir das schaffen, mehr oder weniger. Und trotzdem bedankt er sich, dass wir es versuchen, oder wird. Ja, wir sterben zumindest für ihn. Further from Baldur's Gate than I'd hoped. Oh, gehen wir die Leiter hoch, oder was? Welche Leiter? Da ist eine Leiter. Hier waren wir schon. Das ist Usen ja egal. Stimmt, das war einfach verboten, hier hochzuklettern eigentlich. Muss bloß die Leiter gerade mal sehen. Ach so, eine Leiter. Das ist ja keine Leiter, Leute. Was denn? Weil, wo ich jetzt gerade hochlaufe, das sind ein paar Stufen. Ja, danach kommt aber eine Leiter. Ja. Oh. Minus 5, hast du gerade irgendwas bekommen? Ich? Ach so. Ich bin die Leiter hochgegangen. Ja, wir sind die Leiter hochgegangen, ja. Used to think the goblins would kill us the second we set foot outside. Ja, Pilar, ja. But after hearing what you did at the gate. Ihr habt doch gesagt, ich soll die Leiter hochgehen. Ja, das hängt mit deiner Klasse wahrscheinlich zusammen. Die kann ich einfach nur nicht leiden. Deswegen solltest du jetzt nicht mit der quatschen. Well, we came through Avernus. We might not look it, but we're tough. Mhm. Who knows? Some of us might even make it to Baldur's Gate. Verlier so langsam die Geduld mit den Menschen hier. Oh, well, aren't you an optimist? I've seen what the goblins can do to a vulnerable caravan, so I'm not as confident. But if you are, why not put a little gold on the line? Oh, wetten. Komm, wir wetten. Wird mein Gold kassieren, wenn ihr tot seid? Ja, da wäre ich dafür. Wir wetten. Wetten das. And since I ain't one to leave a debt unpaid, that means we're destined to meet in Baldur's Gate. Looking forward to it. Die hat gereimt. Jetzt haben wir das Spiel am Ende so durchgespielt und kriegen dann 10 Dollar. 10 Gold. Hm. Ja, brauchen wir dann noch richtig Dollar. Wenn die nicht eh in der Zwischenzeit irgendwann stirbt. Hier müssen wir wieder springen, oder was? Der kleine Zwerg kann das, du. Mann, das glitscht bei mir jetzt. So, warte mal hier. David. Da vorne kommen wieder welche. Ich schaff's hier nicht rüber. Da musst du ein bisschen näher reinlaufen. Jetzt. No. Mit denen kann ja Yusen wieder quatschen, wenn er möchte. Da wo die Leiche steht, mach ich. Na ja, los, hau mal rein, nein. Oder Pfeiler macht das genau. Ich renn schon hin eigentlich. Nö. Hau rein, ich nicht hin. Man du kommt hier nicht runter. People up ahead. Something's wrong. Speichern mal bitte. Warte. Speichern. Wir sind den falschen Weg gelaufen, hier kommt man nicht runter. Doch, du musst springen. Du kannst auch runterspringen. Ja, stimmt. Erfolgreich gespeichert. Okay.
Okay, ich red. Achso. Wer redet jetzt? Du. Zu spät. You're a true soul. Nee, er redet doch mit ihm. Please, stay with us. I don't think he's conscious. A strange thing glows marked on their flesh. Okay, wenn was skippen ist, scheiße. Something within you stirs in response. Wer hat geskippt? Ja, aber die haben doch gerade beide noch was gesagt. Auf immer steht Jusen da unten vor, da kommt ein ganz anderer Text und er wurde im Satz unterbrochen. Da muss doch irgendjemand geskippt haben. Na, oder du bist zu spät reingegangen. Nee, ich war ja schon drin und das ist dann 5 Sekunden danach passiert. Aber ist ja auch egal. Ihr macht das schon. Ja, will ich mal das Vierte probieren, wa? Na, Heilkunde habe ich so gar nicht. Hast du denn überhaupt Weisheit? Ja, plus 1 hat er. Jo. Brauchst du nur drüber skippen, Digga, dann siehst du es doch. Dann mach ich das Vierte. Heilkunde hat aber auch plus 1. Ja, weil es auch Weisheit. Auf Weisheit geht, ja. Dann mach ich weiß, dann mach ich Heilkunde. Aber eigentlich darf es nicht funktionieren, du bist ja kein Paladin, Heilkunde. Aber Heilkunde bleibt doch trotzdem. Hat er keinen Segen? Ich hab's nicht gesehen, was er an Malusen bekommen hat. Oh, jetzt muss der Würfel aber freuen. Oh, hat er ein Glück, ey. Hat er noch eine 4 gewürfelt. Der kleine Stricher. Ja, ja. And Oilbear caught him deep. Mm-hmm. I'm watching you. Ey, wie oft sagen das denn Leute? I'm watching you. Squirming churns in your head. Your minds intertwine. You see his siblings, Andric and Brynna, new recruits. Yours to shepherd. Protect them. Die Grafikbugs, Alter. A true soul. Das flattert ja schön unten bei dir, war Jusen? Hat auch nicht hat dann Muschi-Pups. Nee, ist eine Partyhose. Aber ganz schön lang. Das ist eine Partyhose, das ja, hier. Ja, klar. Ja, eine schöne Flatulenzen, die da rauskommen. He's with the absolute now. You're a true soul. Edwin, our brother. Sag mal, dieser Absolute, war das nicht auch die Goblins, die verehren? Ja, genau. Also machen die mit Goblins dieselbe Sache? Fragezeichen. Ja, machen wir das. Ja, ich such doch Heizen, oder nicht? Du kannst auch scrollen, ne? Ja. Aber eigentlich suchen wir doch Heizen. Heißen, ja. Deswegen will ich vielleicht nee, das Vierte. Ich will die Bestie finden. Vielleicht kann ich mich dann in so ein Viech verwandeln, das habe ich auch schon gesehen. Okay, das ist jetzt ein bisschen egoistisch gedacht so, aber wir suchen jetzt einen Typen eigentlich, Heißen. Ja, dann suchen wir den. Na, vielleicht kann man das aber nochmal danach fragen. Ich kenne keinen Ruin, oh, okay. Ja, hier bist du jetzt die Bestie, oder was? Die Bestie. Ja, es killed one of us. It killed Edwin. It's an enemy of the absolute. You're right, Matt. Wir auch. The beast must be destroyed. Irgendwie absolut und nur noch die Goblins, deswegen. Wir auch ein Eulenbär werden. Mann, lass sie einfach töten. Ja, also, ja, wir folgen dem jetzt. Und die bringen uns jetzt zu dieser Höhle, glaube ich. Ja, lootet mal. Eine Kraft durchströmt diesen Leichnam. Sie ruft nach mir. Ruf nach dir? Nein, widerstehen. Ja, okay, also, ja, okay, also die sind hier in die Höhle reingegangen. Pfeiler hört gerade. Ich bin noch nicht so weit, Leute. Ja, ja, ich seh's ja. Ich jetzt lasse ich die Leiche schweben. Wir können jetzt. Alles cool, alles das cool. Hat was mit der Larve zu tun. Mhm. Weisheit hast du, oder? Habe ich, ja. Ja, durch Weisheit hat er auf jeden Fall Stärke habe ich halt Minus und Weisheit bin ich glatt. Ja. Weisheit. Wölf, okay. Na dann. Gut Luck. 15, ja, nice. Krasser Dude. The tadpole breaks free of its deceased host.
Your mind is your own again. Die lebt noch. For now. Hättest du sonst zwei Larven im Kopf gehabt? Doppelt so stark. Wäre vielleicht noch mächtiger. Pro Auge eine Larve. Hätten auch beide rausgeguckt mit ihrem Auge. Pro Loch eine Larve. Pro Loch, ja. Oh, geh noch in die Nase. 30 EP. Nice. Oh, der hat viel zu essen und ein bisschen Gold bei. Alter. Wir brauchen noch übelst viel Erfahrung, bis wir die nächste Stufe aufstellen. Ja, das ist aber auch klar, weil es in dem Spiel, soweit wie ich weiß, nur 10 Level gibt. Soll sich auch ein bisschen ziehen, ne? Okay, man kann den Felsen hochklettern. Ja, Leute, ich dachte, er kommt zu mir. Ja, entspann dich doch mal. Ich sehe da hinten eine Angel stehen. Hier liegen Fische und Weidekörbe auf dem Boden, wenn du nach oben und rechts weiter gehst. Hier sind auch ganz viele Blutlachen, wenn man noch weiter guckt. Hier ist ein Tierkadaver. Gratis Essen. Was ist das? Ich geh gucken. Okay, wir gehen rein, ja. Das ist auch die Quest, Leute. Ihr macht das schon. Hier, die laufen einfach durch. Den Tommy das auch. Wir folgen dir jetzt einfach. Nope. Hier, euer Bären. Oh, warte, ich nehme die Fähigkeit rein, dass ich mit dem quatschen kann. Warte. Hier entsprechen. Dead Owlbear Prey, no doubt. Also bis jetzt stehen sie da, wo ich stehe, also ihr könnt ein bisschen gucken. Da unten ist eine krasse Truhe. Dann geht's okay, ich bleib hier bei den Leuten wegen der Quest. Ja, wir müssen hier lang, da geht's nicht weiter. Aber wenn wir jetzt hier links lang gehen, dann kommt da eine krasse Truhe. Okay. Guck mal da drüben, siehst du die? Na dann geh erstmal dahin, bevor ich die Leute hier weiter quatsche. Ja, okay, da kommen wir aber nicht hin, ne? Ah, du kannst von da oben runterspringen, aber ich bin falsch rein. Ah, ne, dann lass erstmal hier weiter. Da ist der Bayer, Eulenbär. Alter, 82 von 91. Okay, dann laufe ich vor, los. Alter, er hat ein Junges. Oder soll ich nochmal mit den Leuten hier quatschen? Nee, Alter, ich versuche die mal direkt anzuquatschen. Ja, hier, vielleicht. 100%. Ich versuche das mal. Ja. Lass mal David erst. Aber da steht, dass er verstört ist. Musst du aufpassen, ja, David? Ja, was habe ich? Mit Tieren sprechen. Du kannst Tiere verstehen und mit denen kommunizieren. Genau, aber der ist verstört. Also musst du gucken, weil er halt angegriffen wurde, denke ich mal. Hm, okay. Das ist wirklich der letzte Glückssache. Na, shit. Aber vielleicht kann ich gleich mit ihm. Aber kann keiner hier über die Klippe springen? An owlbear, its beaked face. Ah, okay. Man kann nicht so weit laufen. Oder? Was ist das denn? Ein Eulenbär. Something weak, something tender. Alter, ist nämlich krasser Donner draußen, Leute. Won't even have to chew you before I feed you to my son. Soft meat. Ups, falsche Höhle, ich geh da mal wieder. It's a splinter. Well, I've got a bigger threat than you with worse. Warte, 5. Das schaffst du. Warte hier, kriegst du noch was? Okay, geht nicht. Hast du? Alex kann mir was geben. Er kann, aber will nicht. Ich hab jetzt einen blauen Würfel. Caroline, bist du da? Nee, musst du würfeln. Nee, er ist gerade nicht da. Nee, ich warte lieber. Ist Alex rausgeflogen oder was? Es ist eine 5. Ja, ist doch egal. Wenn Alex noch einen Boni hat, außerdem würde ich mal sehen, was Alex für einen Boni hat. Alex, gib mir deinen Boni. Was machst du? Gib mir deinen Boni. Gib's mir. Ich kann dir keinen Bonus geben. Achso, okay.
Ja, perfekto. Den Eulenbär rein. Fight! You'd be a plaything. Not worth the trouble. Okay. You can go, but you make one wrong step and I'll rip you to shreds. Musst du mal angreifen oder? Speicher okay. Vorher oder? Oh, wir haben eine Inspiration. Oh, nice. Oder nicht angreifen. Alter, da ist noch ein Eulenbär-Ei. Ja, und da hinten kommen wir sonst nicht an die Truhe ran, wenn wir nicht an ihm vorbeikommen. Hier vorne liegt ein Kurzschwert. Oh, das ist geil. Was macht die denn, wenn ich versuche, links hochzulaufen? Kann ich den, soll ich den schweren Stein? Also haben wir das Kurzschwert schon eingesteckt, oder? Ja, ich hab's. Ist das gut? Wie bis 9? Nee, okay. Oh, meine Kamera hängt in irgendeiner Wand. Oh, jetzt. Okay, Leute, wollen wir das Ding jetzt angreifen oder nicht? Nein, warum willst du ihn angreifen? Ja, warum nicht? Warum nicht? Aber hier oben kann auch jemand rüberspringen. Hier ist bestimmt auch noch versteckt. Na, hier geht's dann weiter. Okay. Oh. Wer hat wen ange... Hat? Keiner, aber ich und Alex wollten da rüberhüpfen. Das war die falsche Bewegung, glaube ich. Also ich habe vorher gespeichert. Ist egal, dann soll ich viel sterben, Alter. Jo. Ich stehe hier oben. Soll erstmal ein bisschen nach oben kommen. Oh, das kannst du auch, ja, David. Den Zauberspruch kann ich auch. Ja, das ist Zauber des ersten Grades. Das kann so gut wie jeder, der ein bisschen Magie kann. Ich hab einen Säurefall auf ihn geworfen. Na oh, schön. David ist aber noch dran. Ich glaube, dann lieber hier oben. Oh, Alter! Natürlich! Okay. Alter, gleich 10. Alter, okay, okay. Und ich liege auch noch. Wird jetzt damit gerechnet? No. Komm hoch. Jetzt kann ich auch nicht mal. Na, kann ich da noch rüberspringen? Nee, geht auch nicht. Doch, geht. Nee, geht nicht. Okay. Also das mit dem O-Drücken ist bei... Wenn mehrere Etagen gibt, doch ganz angenehm, weil man alle von oben sieht. Ja, stimmt. Tja, ich habe jetzt das Vieh vor mir und komme hier nicht weg. Also das heißt, ich werde gleich sterben. Kannst du nicht nach hinten springen oder sowas? Nein, nicht, geht nicht, David. Ich habe alles probiert. Aber du kannst ihn schubsen. Dann schubst ihn noch runter, ja, vielleicht. Genau. Ja, usen. Ich habe eine Stärke, die unterirdisch ist und ich soll das dicke Ding schubsen. Nicht mal du kriegst den geschubst, Alter. Wir kriegen den doch hin, Peiler. Komm, wir schaffen den. Ja, ja. Ich hau jetzt hier einfach durch. Ja, genau. Zauber ihn da kaputt und dann ist gut. Genau, guck mal. 11 Schaden. Bäm, Junge. Ja, und Eisfläche unter ihm. Ja, es liegt. Naja, siehst du. Ich kann jetzt auch mal schubsen. Trink lieber einen Heiltrank. Schubst ihn weg. Zu spät. Ich hab auch, glaube ich, keinen mehr, oder? Oder ist das da unten noch einer, wenn keine Zahl da steht? Ja, na wenn du da... ich kann dir auch welche rübergeben, oder? Ja, aber alles gut. Ich hab ihn ja voll erwischt. Der liegt ja noch. Ich stehe halt in der scheiß Ecke. Jusen kann sich um das Junge da unten kümmern. Ja. Okay, ihr da oben kriegt das hin, ja? Ja, wir kriegen das hin. Ja, ja. Ich denke schon. Ich muss halt bloß da wegkommen. Aber er greift davor an, das ist auch scheiße. Aber die Eisattacke ist ganz gut und er steht auf Eis, also falls er wieder aufsteht, kann auch sein, dass er wieder ausrutscht. Ich bin noch im Vorteil, warum kann ich das denn nicht machen? Ja, ich krieg das ganz gut hin da oben. Jo. Tauber war stark. Scheiße, er ist wach. Ja, aber seine Aktion ist vorbei. Er musste dafür aufstehen. Wir haben alle nochmal einen Zug. Na, du bist rausgelaufen. Ja. I need to hold on.
drauf. Hättest doch jetzt auch einfach da stehen bleiben können, Pyler. Hä? Du hättest doch jetzt auch einfach da stehen bleiben können. Nee, ich wollte aber ein Stück weg und in eure Richtung. Aber das hat... Klar, hast recht, hätte, aber habe ich nicht. Aber war jetzt eigentlich total unnötig. Dadurch hast du nee, jetzt... Nee, nicht, weil der hätte mich gleich wieder angegriffen und so habe ich vielleicht das Glück, dass er mal dich angreift, wenn ich neben dir stehe. Nee, wieso? Er ist doch erstmal nach uns dran. Jetzt bin ich noch dran und David ist noch dran. Ja, aber weiß ich, ob alle Hits treffen, Alex? Wir hatten auch schon oft, dass alle verfehlt haben und dann kriege ich aufs Maul und bin tot. Ja, aber so hat deswegen... er dich doch auch angegriffen. Ja, logisch, aber so war der für mich ein kontrollierter Angriff, wo ich dann weiß, in der nächsten Runde, falls er noch drankommt, wird er vielleicht dich oder den anderen Dude da oben angreifen. Das war meine Strategie dahinter. Tot. Und hat doch alles funktioniert. Kopf eines zerbrochenen Speers. Okay, cool. Need to find a way forward. Lieber töten, habt ihr gesagt, oder? Jo. Da kann man auf kombinieren drücken. Soll ich nur auf kombinieren gehen? At least it won't suffer anymore. Mercy. Of course. Alter, eine Schweine, wo man gar nichts machen kann. Ich hab eine gute Rüstung für mittlere Rüstung. Oh, pack dir mal ein. Den würde ich gerne nehmen. Kannst du bei mir gucken? Jo. Also, ich geh jetzt mal zu der besseren Kiste, die ihr vorhin gesehen habt. Also den Speer nicht verkaufen, den können wir mit einer Waffe kombinieren später. Ah, da war eine Falle. Und noch eine, okay, da sind nur Fallen. Ich kann Fallen entschärfen. Das wird der ich wäre zweimal reingelaufen. Ja, warte, ich komme. More owlbear eggs. Warte, Pfeiler. Ja, bleib hier stehen. Looks like a shrine to Saluna over there. Wo sind die denn? Fallen. Na hier bei der Kiste direkt, wenn du die Kiste aufmachst. There's magic keeping this chest sealed. I can feel its aura. Pyler, dann nimm dir doch erstmal einen Heiltrank bei mir raus. Oder drei oder so. Hm. Aua. Okay. Kann ich denn teilen? Angriff? Ah, okay. Mit, was ist das? Shift ist Großschreiben, ne? Will mich verarschen. Also mit Großschreiben könnt ihr Sachen teilen. Ah, wenn wir hier was nehmen, dann kriegst du. Ja. Oh ne, vergoldete Truhe. Angriff? Ja, anscheinend müssen wir es aufbrechen. Das müsste ja Usen mehr machen. Ja. Mach mal einen Angriff da drauf mit rechts, also wenn du rechtsklick und angreifst. Oh, ich kann auf Aufheben gehen, was? Aber wenn ich rechtsklick mache und auf was? Wuchtschaden sollst du machen, der ist doppelt so hoch gegen die. Auf Angriff oder was? Du sollst rechtsklick auf die Truhe machen und dann Angriff. Angriff, okay. Habe ich schon genommen, ja. Oder? Okay. Sollte mal versuchen, ist ja magisch. Wow! Okay. Kann mich einer aufheben? Okay, alles klar. Glaube, die Truhe kriegen wir noch nicht geöffnet. Die ist heftig, die Truhe. 15 Leben, Wuchtschaden ist doppelt. Wenn ich einen Knüppel habe, kann ich den verstärken. Schade mal. Vielleicht. Also das heißt, muss jemand mit viel Wuchtschaden gegenhauen, oder was? Einen Knüppel? Jemand eine Waffe, die als Knüppel zählt? Hatten wir nicht einen Wuchtschaden? Ne, der ist weg. Oh, der Nagel. Picke. Aber hat Usen. Ist das nicht Wuchtschaden, wenn Usen eine Axt draufhaut? Nee, muss wirklich Knüppel oder ein Hammer oder irgendwie sowas sein. Er hat Hieb. Okay. Wenn du den Löffel nimmst? Wucht wäre Hammer wahrscheinlich, wa? Ja, oder so. Hammerkeule. Stichschaden. Ein billiges Kurzschwert hat Alex im Inventar.
Aber das ist doch auch nicht... Ist auch Stichschaden. Steht hinter. Hieb. Dich. Ist so eine Goblin... Ach nee, ist ein Chromsäbel. Das sah erst aus wie eine Keule. Peiler könnte Wucht. Peiler hat Wucht mit seinem Stab. Ja, stimmt. Ja, dann musst du aber dieses Umwerfen machen. Ja. Glaube ich. Also bei der Attacke, bei dem Spell muss unten stehen, dass er auch Wuchtschaden macht. Nee, nicht, kein Zauber benutzen, einfach mit der Nahkampfwaffe angreifen. Normaler Nahkampfangriff. Naja, wenn das bei ihm Wuchtschaden macht, dann ja. Achso, ja, gut, ja. Wucht, ja. Ja, nee, dann mit dem. Probier mal mit dem Zauber, ja. Wenn das Wuchtschaden macht. Dann gehe ich wieder drauf. Dann bin ich ja auch hier. Mittlere Zähigkeit. Okay. Also. Was ist denn mittlere Zähigkeit? Dieses Material ist ungewöhnlich hart. Ah. Nur ein Schlag mit mindestens 22 Schaden kann es beschädigen. Okay. Tja, da hätte Jusen einen dicken Hammer gebraucht, dann wäre das hier jung. Ja, also kommen wir noch nicht ran hier. Aber gut, dass wir das rausgefunden haben und jetzt wollen wir fünf Tränke mal, verhauen haben. Ja, wollen wir nochmal neu laden und den Eulenbär nochmal töten? Können wir machen, ich habe gespeichert. Ah, ja, deswegen. Also ich würde jetzt vielleicht die Tränke, die wir jetzt hier gemacht haben, nicht unbedingt... Also war eine Erfahrung wert, sagen wir es mal so. Mal die Kiste kriegen wir so oder so nicht auf. Nee, aber die Heiltränke wieder zurück, wisst ihr? Ja, und wir müssen ja jetzt eigentlich nicht mit dem Eulenbären kämpfen, oder hatte der so ein krasses Item? Achso, das, was man kombinieren kann, ja. Ja, und die Rüstung halt hinten. Und es gibt das EP halt. Ja, wir konnten ja so oder so dran vorbeigehen. Ich glaube, ihr dürft da einfach nur nicht rüberspringen. Nee, also du hast ja eben mit dem gequatscht, aber du hast doch trotzdem einfach mit dem... Aber dran vorbeigehen bringt doch nicht, David, das ist doch hier alles Sackgasse. Ja, aber ihr könnt theoretisch gleich wieder umdrehen. Ja, aber zur Kiste doch vorbeilaufen einfach. Sind die Kiste dann? Digga, wenn du hier unten an dem vorbeiläufst, denkst du, das ist besser, als wenn man oben um ihn rumklettert? Der wird trotzdem angreifen. Das ist so gemacht, dass wir hier vorbei müssen und er aber uns angreift, damit er an die Truhe kommt. Wir dürfen passieren. Nein, nee, hat er nicht. Er hat gesagt, wenn wir ihm zu nahe kommen, dann greift er an. Ja, er eine falsche Bewegung. Gehen. Okay. Ja, eine falsche Bewegung und er wird uns töten. Ich lade jetzt erstmal wieder zurück. Ja, genau. Ja, bitte. Und dann greifen wir ihn einfach an. Wir greifen ihn einfach an. Wir haben doch Chancen, haben wir doch gesehen. Ja, wir kriegen den locker down, ja. Den Bär. Lust, Kind. Auf einmal muss er nur die Mama Bär fertig machen. Das Kind können wir dann wegtreten. Gucken wir mal. Okay, die Erfahrungspunkte, dass du mit ihm gequatscht hast, haben wir ja, ne? Jo. So, jetzt greife ich ihn an, oder was? Seid ihr alle ready? Na, hat nee, David nee, was? Ich weiß gar nicht. Nee, lass erstmal David noch mal mit ihm quatschen. Wir haben noch die Erfahrungspunkte schon. Okay, sehr okay. Ja, gut. Letztes Mal ist ja auch nichts passiert, aber egal. Bam. Okay. Wonder if the gods are watching me. Ich hoffe, es trifft mich nicht selber. Ja. Hör zum Stoß, okay. Greift er wieder Peiler an. Nee, doch nicht. Diesmal usen. Nee, doch nicht. Den, der Alter, zuletzt angegriffen wurde und David ist gleich tot. Das ist David ist tot. Ich bin tot. Gut, dass ich ein bisschen mehr aushalte als er. Naja, David können wir gleich aufheben. Oh, der hat ihn. Oh, guck mal. Ach ja, stimmt. David war ja nicht mal geheilt. Das hätte er vielleicht vorher mal noch machen sollen. Ist doch alles übel. Die Olla hat ihn doch geheilt.
Oh, jetzt kommt das Eulenbär-Junge. Oh, oh, jetzt kommt das Eulenbär-Junge. Can't risk being an open view. Light on my feet. Nicht angreifen. Alter, 15, nice. Bitte nicht auf mich. Treffen auch gar nichts, ne? Die hat den verzaubert, den Bär. Hat er noch? 13. Ja, das ist dieses Einhalten. Kann sich nicht bewegen, keine Aktion. Keine. Genau. Vielleicht kann ich das auch irgendwann mal lernen. Ja, nice. Nur noch zwei Leute. Mhm. Dann stechen ab, Digi. Wollte mal gucken, ob ich das Bärenjunge hier noch töten kann. Okay. Oh, David, ja, sorry. Oh. Vielleicht können wir das übernehmen. Vielleicht kann ich mit dem reden. Nein. Zu spät. Aua, was hat mich angegriffen? Warum sind die jetzt hinter dir? Ach, die sind jetzt. Warum sind die jetzt Gegner? Ich weiß nicht. Vielleicht weil Alex das Kind gekillt hat. Kann sein. Hm. Ups. Mhm. Also der ist so bewusstlos, ne, hier Petersen? Okay, also einer liegt schon mal auf dem Boden. Oh shit. So, ah ne, hier hatte ich das nicht. Ja. Schubst hier einfach weg. Opfer. Es wird auf jeden Fall nicht gut für uns sein, dass wir jetzt die mitkillen. Wieso? Haben wir letztes Mal auch. Nee, die haben beide gelebt. In der Runde davor. Nee, ich meinte, wo wir zu dritt gespielt haben, da haben wir die auch gekillt. Weil das lebt noch, das Junge. Ja. Hat noch zwei. Ja. Jusen ist doch auch noch dran. Was sagst du mir denn? Der steht doch direkt daneben. So, da, wir müssen den töten, okay, oder? Nee, ich kann nicht hinrechnen, ich hab da schon jemanden getötet. Na, dann beende deinen Zug. Nice. Da doch. Another step forward. Ja, ich hab seinen Zug beendet, wenn du das meintest. Oh, das Ei, vielleicht kann man das essen. Ja, deswegen, das kann man mitnehmen. Und hier hinten war noch eine krasse Rüstung für Jusen. An Owlbear Egg. These are supposed to be worth a fortune. Nach hinten in die Ecke laufen brauchen wir eigentlich gar nicht. Nö. Das. So, na nice. Aber das Ding ist, die Rüstung macht meine Rüstungsklasse niedriger. Du willst jetzt Jusen killen oder was machst du da gerade? Machst du da? Guck mal, was passiert. Ja, na der fällt runter und Jusen stand genau drunter. Was wäre wohl passiert? Mann, Leute, ey. Anti-Mage. Ah. Der hat doch noch 27 Leben, der wäre doch nicht sofort gestorben. Hm. So, willst du dich mal heilen, David, oder? Kannst du mal deinen Zauber verwenden dafür? Wäre nicht schlecht. Leute, kurz warten auf David, würde ich sagen. Was hatten die jetzt gedroppt? Die Bäden? Hat sich das wenigstens gelohnt, dass die gegen uns gefightet haben? Keine Ahnung, steht draußen. Kettenpanzer 16. Ja, ist doch was für dich, Jusen. Hast du sogar eingesammelt, ey. Und ein Langschwert mit 10 Schaden wäre auch für mich dabei. Oh, 4 bis 13. Okay, aber 4 bis 15 ist auch noch mein Kettenpanzer. Aber ich habe Rüstungsklasse 17 schon. Wenn ich den jetzt ausrüste, wie sieht's aus? Ich glaube, bleibt 17. Ja, aber auf dem Item alleine schon. Obwohl das andere ist eine schwere Rüstung, mit der bist du nicht so geübt. Deswegen.
Wie gesagt, hier ist auch noch... Ach so, wenn ihr auf dem Boden generell mal so Säcke oder Beutel findet, ne, steckt euch die ein, da könnt ihr auch Sachen reinstecken. Jupp, jupp. Die Umarmung des Eichenvaters ist nicht besser als die Rüstung, die du da hast? Nee, die macht meine Rüstungsklasse niedriger. Ja, aber du bist doch... Nee. Ja, Tiere, die Erträge angreifen, bewirken. Ja, aber Tiere und Untote haben wir ja nicht wirklich viel. Ja, gerade eben hatten wir ein Tier. Und da vorhin hatten wir, wo wir gegen den... wo wir den Zauberer untoten Dude befreit haben, haben wir gegen Skelette gekämpft. Das wären Tote. Ja, du kannst ja erstmal behalten und ich probier's mal aus. Weil ich habe gesehen, die ich gerade anhatte, ja, die macht halt kein Ruhm oder kein RK-Bonus durch Geschicklichkeit. Ich gehe einfach mal hoch auf durch Geschicklichkeit, aber Geschicklichkeit hast du doch kaum. Ja, du hast ja sowieso keine Geschicklichkeit dann. 13. Dann behalte ich die. Warum? Ja, aber es sind. Ich weiß gar nicht, warum du so viel Geschicklichkeit hast. Obwohl, ja, außerdem, wenn man den in sich zu tief wird, deine Rüstungsklasse. Warum kann ich als Zwerg eigentlich nur leichte Rüstung tragen? Das verwundert mich ja. Ich bin nicht geübt in mittlere. Warum? Weil das nichts mit Zwerg zu tun hat, sondern weil du Schurke spielst. Schurke kann nur leichte Rüstung tragen. Ja, da rennen wir nicht bitte nicht so alleine weit weg, bitte. Ich weiß auch gar nicht, wie du überhaupt auf die Dings gekommen bist, so. Aber das macht doch jetzt nur dann eins. Dann geh mit der Kamera auf die Brücke, drück einmal auf die Brücke und dein Charakter läuft von alleine hoch. Das Langschwert. Ja, wie gesagt, einfach bitte nicht alleine wegrennen. Das Langschwert macht doch jetzt nur 1 bis 8 Schaden, oder nicht? Und ich warte hier auf der Brücke. Was muss immer auf Toilette. Wollt mir noch was zu trinken holen? Also bei mir macht das gar kein Damage. 0 bis 9. Was macht bei dir kein Damage? Das Langschwert. Macht 0 bis 9 Schaden. Naja, weil es nicht für deine Klasse dann wahrscheinlich. Also. Beziehungsweise pack es mal bei dir rein. Hab ich ja. Dann ändert sich da die Bonusklasse. Was für eine Bonusklasse? Nee, vielseitig. Angriffsbonus. Nee, Angriffsbonus. Na, vielseitig bedeutet, dass du es Einhand oder Zweihand tragen kannst. So. Aber wenn du da mal den Mauszeiger runternimmst, hast du ja einmal den Schaden und einmal den Angriffsbonus. Und manche Waffen machen halt weniger Schaden, haben aber einen besseren Angriffsbonus, weil du mit der geübt bist. Außerdem kriegst du andere Spells. Na, klick mal weg. Fällt es drüber. Da hast du plus 1. Du hast links den Schaden von 0 bis 9 und plus 1. Siehst du dann plus 1? Da drunter. Mini-Stück drunter. Nee, nicht das offen, da. Ja, du warst gerade drauf, du warst gerade drauf. Ja, das da, oder nicht? Ja, genau, Angriffsbonus. Das meine ich. Und jetzt machen wir dann, da hast du jetzt plus 1. Machen wir die andere Waffe, den Rapier mit rein? Ja, plus 5. Na, siehst du, dann macht die deutlich mehr Schaden, weil das für deine Klasse auch eher ist. Okay. Deswegen nicht nur immer auf die Waffen gucken, weil, wie gesagt, manchmal kriegt man da einen echt krassen Bonus. Okay. Genau. Okay. Beziehungsweise manchmal, wenn es vielseitig heißt, dann kannst du die Einhand und Zweihand benutzen. Das heißt, wenn du, glaube ich, noch einen kleinen Dolch oder sowas hast, kannst du die Fähigkeiten von der einen Waffe mitnehmen und weißt du, und die mit der anderen Fähigkeit machst du dann halt eher mehr Schaden oder so. Ja, aber Dolche habe ich noch nicht so ganz gecheckt, also irgendwie machen die auch noch nicht so krassen Damage. Oder das Rapier war, glaube ich, zweihändig, das war, glaube ich, nicht. Ne, das ist einhändig, das Rapier. Das ist einhändig? Na. Obwohl, dann geht dein Schaden vielleicht runter, wenn du das Langschwert bei dir rein.
Ach so, nee, kann doch nicht. Als Kind gibt nur einen, oder? Ja. Ja, also ich kann auf jeden Fall nichts weiteres reinpacken, ja. Bei Hand Nahkampf. Stich schon. Wenn du Rechtsklick auf Untersuchen machst, dann kannst du dir die Effekte auch, was Finesse und sowas bedeutet. Ja, das hast du ja schon vorher gelesen, ja. Achso, war es denn bei Rapier? Und, ne, unten da. Ah, steht gar nichts, nein, ist ja komisch. Ja, aber dann wird es wahrscheinlich zwei nicht sein. Ja, kann leider. Oder du kannst das vielleicht mit einem Schild oder so. Ja. So, die beiden sind schon irgendwo da oben. Die sind schon ein bisschen höher gegangen, ja. Wir warten hier, Pilot ist gerade eh nicht da. Kommen wir doch her, oder was soll die Biene jetzt hier die andere Seite ab? Ja, genau da unten. Ihr müsst nur die Dings hochkommen. Leute? Ja. Ich lauf falsch. Ja, hier unten hochkommen. Ja, kannst du nochmal abbiegen. Ja, nee, aber hier kommen wir doch her, oder nicht? Nee, es war halt dunkel. Achso, ihr seid hier einmal außen rumgelaufen. Und Peil wollte hier über die Brücke und dann mal kicken. Dafür hören wir eine Menge Blut. Das ist ein Schild aus Holzrösten. Was fit in mein Pack? Nimm ich mal mit. Oh, ein Dolch. Seid da alle dran vorbeigelaufen. Und noch eine Schaufel. Mehr Schaufel. Das ist ein gefallener Baum, auf keinen Schädel draufsetzen. Ja, Schild kann ich reinmachen. Aber ich bin ungeübt. Kann man lernen. Oh, Schild aus Holzresten. Das kann nur ein gutes Schild sein. Oh. Plus 2 Rüstungsklasse. Und du kriegst keinen Minus, das ist ja auch krass, okay. Kann ich nicht. Ich hab zum Beispiel bei mir macht das Schwert dann weniger Schaden. Wenn ich noch Dings reinnehme. Kann ich mich ja ein bisschen üben mit dem Schild. Vielleicht kriege ich es ja dann. See, was ist jetzt mit Peiler? Ich hab Hunger. Schon wieder? Das heißt schon wieder. Also wie ich es gesagt habe. Wird schon und wieder. Ich hab nur noch Hunger. So. Seid ihr alle da? Mhm. Hat er eigentlich irgendwas Interessantes gefunden? Nope. Oh, zerbrochenes Schwert kann man auch kombinieren. Und für viele Sachen kombinieren. Oh, fresh Goblin Stench. Hier oben sind close. Goblins. Irgendwo. Da. Wo? Na, da, wo du stehst, hoch, oder? Da. Alter, ist ja ein Amok weit weg. Letzte die Frage, Mal. Links, rechts oder nach vorne? Soll ich speichern? Ich glaube, wenn wir von hier kommen... Wollen wir hier rechts lang gehen und von hinten kommen? Können wir machen. Let's get going. Da liegt noch alles Stinkmorche, Wermut. Oh. Ich dachte, ihr habt dich schon eingesammelt. Und weil ihr als letztes muss man noch sammeln. Ich hab euch gesagt, dass ich nichts einsammle.
Und wenn du Alt drückst, siehst du eigentlich, welche Sachen schon gelootet sind. Ja, Digga, immer wenn ich Alt drücke und ihr an der Stelle auch schon mit seid, dann ist alles weg und dann klicke ich immer nur hinterher. Ich bin nicht so schnell, wie es aussieht. That's curious. Hörst du hier hochklettern? Not a chance, I'll fit in there. Not a chance, I'll fit in there. Not a chance, I'll fit in there. Okay, läuft. Hier sind schon ein paar Gegner. Aus dem Kommt ihr hoch? Nee, das ist ein Wolf. David, Leute, kannst du mit dem reden? Warte mal. Yuzen ist wieder komplett woanders lang gelaufen. Ich bin hoch zur Stadt hoch. Ja, wir wollten außen rumlaufen. Hatte ich das Gefühl. Zur Stadt rein. Ja, hier dachte ich einen kleinen Kurzweg. Das ist der Kurzweg hier. Ich rede mit ihm. Kannst du wieder runterkommen, Yuzen? Dass du da keinen Kampf anfängst. Die beiden machen hier noch kurz mit dem Wolf hier rum. Umdrücken. Oh komm, jawohl. Gerade so, Alter. Der ist tot. Bitte. So, jetzt kriegen wir einen Sprechen. Obwohl, nee, weiß gar nicht. Nur wahrscheinlich, wenn wir sprechen. Wir dürfen den aber looten. Oder greift er mich an, das ist nicht rot? Hm, kannst du den looten, ja. Weiß. Okay. Okay, da wird die Kletterplatte hoch ins Dorf und kämpfen, oder was? Mhm. Blindgemälde. Du eine Scheiße. Da wo Yuzen jetzt hoch ist, seid ihr hoch, oder was? Ja. Da ist schon der erste Gegner. Der fängt gerade. Weapon Blueprints. Ich greif hier mal einen, wa? Warte doch wenigstens mal auf Pfeiler, bis er da ist. Okay. Hä? Oh. Da runtergeklettert. Dann hau ran, ne? Wer ist da? Nice. Okay. Das hätte ich jetzt nicht erwartet. Da sind noch Schaufeln. Nehmen die mal mit. Ah, man kann dieses Verstecken machen, dann sieht man, wann man sehen wird. Looks empty. Aha. So, wollen wir hier nochmal hier hinten reingucken, in den Schuppen? Mhm. Auf jeden Fall kommen hier Geräusche her, aus dem Raum. Mhm. Dann nehmen wir rein. Ich öffne bestimmt nicht die Tür, Digi. Ja, weiß, ich komme. Hm. Achso, ah! Müssen zugucken. Ah, oh, die waren hart beschäftigt, ich merk schon. What the hell are you doing? Oh, kann mir jemand noch was geben? Perfekt. Da steht immer Bonus hinzufügen und da kann ich nur draufklicken, ne? Echt, ja. Wenn jetzt hier. Oh, bitte. Sollte gehen, du hast ja mit David noch einen D4-Wurf. Nee, hat er nicht. 1-4. Ja, klar. Ich kann noch mal würfeln. D4 okay. Bedeutet maximal 4, was rauskommt. Ja, aber hat er nicht. Ja. Ah, cool.
Wollte doch bloß sagen, was es bedeutet, falls es jemand von euch nicht weiß. Na, du weißt es, Alex, aber. Puny! I am strong! Mhm. I am virile! I am a. Oh, a moment ruined! Passion squished like. Das gibt einen harten Kampf, glaube ich. Die Frau ist ja Shrek mal 10. Ja. Greifen wir uns. Die gehen einfach? Ja. Ich hätte gedacht, die würden uns jetzt auf die Fresse hauen. Hat eingeschüchtert. Ah, das ist einschüchtern, ja, okay, ich verstehe. Ich hab's einfach ausgelacht. Cool, ah, guck mal, hier wäre ein Riesenstein gewesen, wo ich stehe, Leute. Und wenn ich meine magische Hand benutzt hätte, hätte ich diesen Stein bewegen können und hätte den gegen den Gegner werfen können. Fit for an ogre. Ja, gut. Die haben es ja dürfen. Ja, aber ich meine nur, weil das immer auf die Umgebung ankommt bei dem Zauberspruch, den werde ich später bestimmt nicht mehr drin haben. Siehst du, was mich mal interessiert? Alex, Alter, ist schon woanders? Okay. Hat das hier mit der zerfleischten Leiche eigentlich? Komm mal zu dir hoch, Alex. Vögel? Ich will mal ausprobieren, ob ich dich unsichtbar machen kann. Ja, nice, klappt. Jetzt kann ich dich als Dieb immer unsichtbar machen. Mist. Nicht geklappt. Das würde 10 Züge halten, Alex. Ach, Glück gehabt. Würde ich sagen, gehen wir da lang, hier unten, oder? Lass mich doch mal kurz meine Cutscene fertig machen. So, ach so, sorry. Ich habe hier einen Dolch gefunden, der krass ist. Habe ich gerade nicht gesehen, sorry. Klar, ich hoffe, dass er krass ist. Cautious method pays off. The dagger glides smoothly out of the mystery meat. Sieht auf jeden Fall krass aus. So ein bisschen Excalibur, bloß mit einem Dolch aus einem Stück Fleisch, oder? Ja. Genau das. Aber okay, ich finde Ammo cool, dass ich dich unsichtbar machen kann. Oh, nice. So, jetzt will ich mal gucken, was der Dolch macht. Dolch plus 1, Alter. 5 bis 8 Schaden. Cool. Waffenverzauberung. Stichschaden. Vielleicht kannst du das mit so mit deinem Rapier verbinden. Aber wer hat denn Dolch mit drin? Wartet mal. Ich. Lass doch mal kurz gucken. Ja, aber ich glaube, vielleicht nicht nur du. Plus 6 Angriffsbonus. Nice. Also besser als der Rapier auf jeden Fall. Oh, Leute, sorry. Aber kannst du Dolch und leg mal den Schild ab und versuch mal den Dings. Naja, ich hab Dolch ich auch plus 4, Alex. Was? Ich hab Dolch auch plus 4. Also ich hab Dolch plus 4. Ich weiß jetzt nicht, was du hast. Na, mach mal den Dolch bei dir rein. Anstatt dem Stab. Ja, ja, klar, aber ich guck bei den Statistiken halt nach. Da sehe ich es ja. Ich sehe ja hier einfache Waffen, Dolch, leichte Armbrust, Kampfstab, Speer plus 4. Kriegswaffen, Glave, Hellebarde und Picke plus 3. Oder bei Rüstung auch leichte Rüstung und Schild plus 2. Ja, ich packe ihn bei mir rein. Hast du mir schon reingeschmissen? Du hast einen Dolch im Inventar. Alter, nice. Ich habe hier einen Standarddolch im Inventar. Ja, naja, mach den nochmal rein da. Bei dir. Dann siehst du doch deinen Angriffsbonus. Ja, dann siehst du deinen Angriffsbonus, genau. Plus 3. Ich hab plus 6. Also mit einem einfachen plus 5, wenn du bei mir reinguckst. Ah, das ist für Alex besser. So. Okay. Ja, da, wie gesagt, ich wollte ja bloß sagen, dass ich es auch habe. Freut mich für dich. Na, der Kampfstab der einzige. Ist, der Stab ist vierseitig. Du kannst, glaube ich, einen Dolch und einen Kampfstab benutzen. Ja, nee. Wenn du den als Zweihänder reinmachst. Und ein Schild? Ich pack dir mal ein Schild rein. Kannst du ein Schild reinziehen? Ja. Ja. Nice. Schild kann ich benutzen. Na, dann hast du wenigstens nur ein Schild. Naja, geht ja bei mir generell, ist ja bei mir im Baum mit drin, ist so lustig als. Oh, hast du, guck mal mit dem Dolch hier. Leute, wie gesagt, ich bin in der Kasse und jetzt gerade irgendwie woanders. Mit dem Speer, den habe ich da reingepackt. Ja, Speer habe ich plus 4. Lass mal kurz Usen helfen, er ist da gerade irgendwas.
Oh, Jusen, Alter, wo bist du denn schon wieder langgelaufen? Du bist bei diesem Teufel. Middle of somewhere. Aber ist bei dir bestimmt besser, wa? Ach, Jusen. Okay. Ich bin nur ein bisschen weitergelaufen, ja, sorry. Ja, dich kriegen wir auch nicht mehr groß. Deine Waffe wieder. Lavishly. Du hast im Inventar, David. Enjoy your supper. Was, wieso? Ja, Jusen ist bei dem Teufel vom letzten Mal. Ja, aber Pilar, du kannst doch den nehmen. Ist doch deutlich besser bei dir, oder nicht? Nee, 0 bis 5. Ja, aber dein Angriffsbonus ist doch größer, oder nicht? Nimm mal nochmal den Dolch mit drin. Den Speer meinst du? Ach, 0 bis 5. Far be it from me to disappoint. Ja, das genau mit dem Würfeln ist anders, ja. Aber du hast mehr Effekt, also. Kannst du dann keine Zauber spielen? What's better than a devil you don't know? A devil you do. Am I a friend? Potentially. An adversary. Conceivably. Aber wie gesagt, mit Angriff, ja, okay. Ich muss halt gucken, ich weiß nicht, ob du trotzdem Zauberspells machen kannst, wenn du keinen Stab hast. Also ich kann das machen, aber ich weiß nicht, wie das bei dir ist, ob du da wirklich einen Stab hast. Kann ich dir auch nicht sagen, aber wie gesagt, also auch mit dem Effekt von dem Speer da drauf und so, finde ich das jetzt, also ich finde den nicht so wichtig und... Okay, ne, das andere gibt ja gar keinen Effekt, oder nicht? Richtig, aber wenn der Effekt nicht besonders sinnvoll für mich ist, dann bringt mir der Druck nicht. Let me venture. Ja, yeah, aber du hast besser. Very little. Nee, ich mach nicht mehr Schaden. Ich mach noch weniger Schaden, wenn ich das Ding habe. Aber der Hand den Wurf, den ich machen kann, mit den D-Wurf, den ich machen kann, ist genau der gleiche. Du hast da drunter noch einen Angriffsbonus zu stehen. Nicht den D-Wurf. Like unter der Waffe. Die Werte waren 1 zu 1 gleich, bloß bei dem anderen hast du eine andere Fähigkeit. Richtig. Mehr ist es nicht. Okay. Außer die Fähigkeit. Your oath is naja, gut, du hast ist ein grünes Item. Das heißt, wenn dein Angriff quasi mit dem Speer verfehlt, kriegst du danach einen zielsicheren Schlag. Das heißt, du kannst. Und du machst aber halt dadurch, dass ich meistens keinen Nahkampf mache, bringt. Ist doch egal, ich nehme einfach nicht. Braucht doch nicht diskutieren. So, kommt er jetzt in die Cutscene rein von Jusen? Pfeiler hat die jetzt komplett verpasst, die mit dem Teufel. That's when you'll come knocking Sorry. On my door. Hope. Such a tease. By all means, bite the hand that feeds you, while you still have teeth. All those pretty little symptoms, sundering skin, dissolving guts, they haven't manifested yet, have they? One might say, you're a paragon of luck. I'll be there when it runs out. Gut, ich glaube, ich bin mit dem Teufel eingelassen. Super. Ich würde eigentlich hier über die Brücke springen. Aber ist theoretisch, nachdem du deinen Dingspakt verloren hast, auf jeden Fall. Jusen, warum willst du denn da jetzt unclever über diese scheiß Brücke springen? Wir wollten doch da jetzt in das Goblin-Lager hinter uns. So. Können wir das nicht einfach so machen? Wir laufen Alex hinterher, das wäre mir echt lieber, Leute. Bleibt bitte bei Alex. Wenn wir alle immer in andere Richtungen rennen, lösen wir immer irgendwelche Sachen aus. Wir können auch zwischendurch gerne sagen, wir laufen einem anderen hinterher, ist auch überhaupt kein Thema, aber... Na, jetzt lass mal hier links rum. Und dann lass sie mal überraschen da oben. Auf dem Dach. Just another crate. So. Wenn ihr könnt, versteckt euch mal.
Warte, verstecken, C. Also hinter dir bleiben und irgendwo verstecken, oder was? Nein, unten in der Aktion verstecken. C. Ja, klar. Genau. Aber meine Frage war, wo? Na, einfach hier versteckt bleiben erstmal wieder. These birds have seen everything. Und dann könnt ihr hier hochklettern, die Kisten. Da vorne seht ihr Gegner. Ja, mal oben, ja. Gehen, ja, pass auf. Alter, einfach oben aufs Dach klicken. Ja. Ach, aufs Dach klicken, nicht erst auf, ja, die Kiste. Ich verstehe. Ja, okay. Sehr gut. Okay, ich greife an, ja. Nein, warte doch mal bitte. Nicht einfach blöde Angreifender. Ich habe sowieso die höchste Initiative und würde mich da jetzt anschleichen und würde meinen hinterhältigen Angriff machen. Soll ich den noch vorher unsichtbar machen, Alex? Ja, gerne. Dann nehme ich nämlich den 13er. Einen Angriff. Ja, ja, gerne. Komm mal ein Stück ran, bitte. Hier, ne? Danke. So. Usen. Oh. Wo kam der denn jetzt her? Na, weil du gezaubert hast. Damit aber wie kann die dauern genau ein Stück. Also, die sind uns noch gar nicht richtig. Was im Gespräch, Leute? Das ist egal, die sich bewegen können, können sich ja noch bewegen. Du denn schon wieder in ein Gespräch gehabt? Nee, ist nicht mehr. Weiß ich auch nicht. Seh, den einen habe ich tot. Okay, hat er jetzt theoretisch an der Sache nichts geändert, aber gut zu wissen, das muss ich wesentlich früher machen. Ja. Ich kann diese Abstände noch nicht einschätzen. Also, ich denke immer so, wenn man 20 Meter wegsteht, ist okay, aber man sollte lieber noch 50 Meter wegstehen, wie fühlt. Ja, das hätten wir, wenn dann unten machen müssen, aber daran, ja, damit habe ich jetzt auch nicht mit dir rechnet. So, ihr könnt den Typen dann noch töten, ne? Warum ist die Kamera jetzt nach unten geglitscht? Danke. Weil die noch dran waren. Die sind überrascht gewesen, ne? Von mir. Sind die anderen Typen? Ach, unter uns? Ne, da hinten auf deiner Seite. Ja, und unter uns auch. Unter uns ist auch noch einer. Warum muss ich erstmal warten, bis die sich irgendwie bewegt haben? Oder du kannst vielleicht rüberschießen mit dem Pfeil oder so. Ich weiß ja nicht, wie viel Range das ist. Ist zu weit. Die Höhe macht einen Unterschied. Wenn ich auf seine Höhe gehe, komme ich gerade mal unten an die Treppen auf dem Boden in der Mitte. Beende doch. Die kommen ja sowieso an uns ran erstmal. Na, warte mal, ich habe hier noch. Der geht auch nur 18 Meter, bringt auch nichts. Okay. Achso, jetzt bin ich dran. Geh erstmal die Leiter runter. Lockt sie gerne raus, ich bleib hier oben drauf stehen. Ja, ich versteck mich. Ich bin versteckt. Kamera! Oh Mann. Ja, der Typ ist unter euch dran gewesen, deswegen. Ja. Sehr gerne, ansonsten einfach oben auf die Symbole klicken. Ja. Siehst du, wer dran ist? Ja, ja, klar. Das sehe ich ja hier oben generell. Ist der andere Goblin? Der da hinten? Ja, ja, wenn du draufklickst, dann bist du gleich bei dem anderen Goblin. Darum geht's. Ja, ja, ich weiß. Genau. Ja. Dann die Frage. Ja, logisch, klappt nicht. Eins! Okay. David? Nee, ich guck gerade, ich kann aber nichts einsetzen. Die konnten nichts machen. Also, wenn sonst die beiden Nahkämpfer hier da stehen bleiben würden, könnte ich diesen kleinen Gang davor in der nächsten Runde auch mit Fett oder mit Eis bedecken. Okay. Falsch gelaufen, ich muss vorne in die Ecke zu dir laufen, dann würde ich rankommen.
Durchs Loch. Läuft bei ihm. Haha. Astral hat mich getroffen, jetzt kann ich den doch auch treffen, oder nicht? Nice. Ja, das überlebt. Oh, so ein Bastard. Nice, nice. Nice. Kritischer Fehlschlag. Spast. Kriegt ihr den da drüben jetzt platt? Den da oben? Der hat nur noch zwei. Ich kann es probieren. Ja, mache ich. Weiter. Ja, der andere ist hier in der Hütte unter uns. Ganz gut ran. Und oben schießen. Sehen halt leider nicht. Dann klick auf den, auf sein Icon. Dann siehst du ihn. Wo er steht. Oben. Ich treffe den Bus von hier nicht. So, kannst du noch laufen? Nee. Nee. Oh, fuck. Ich krieg ihn tot wahrscheinlich in der nächsten Runde. Das ist genau die Wand dazwischen. Hätte er nicht am Fenster stehen können? Steht mehr oder weniger noch unter dir, David. Nee, jetzt nicht mehr. Ja, naja, aber ich könnte nicht von oben nach unten schießen und durchs Fenster. Kann ich nicht hier ran? Denn hier. So. Du nicht hochspringen? Nee, leider nicht. Scheiße. Oh, kritischer Fehlschlag. Boah. Krass. Das ist mies. Fehlschlag. Ja, nice. Er steht genau im Fenster. Kleiner Homo. Niedrige Position, ist mir doch egal, ich sehe ihn doch. Ja, ich kann ihn nicht erreichen. Ich leider auch nicht. Ich krieg ihn von hier auch nicht gekillt, das ist alles. Wenn, dann muss man rumlaufen und reingehen. Mhm. Schade, dass er da nicht vorkommt. Dann müssten wir sich alle mal bewegen, damit wir weitermachen können. Ich kann doch gerade hier noch was machen. Dann versuch dich, aber dann sag es doch. Nee, da stand gerade, ich könnte irgendwas kaputt machen, aber. Du machst das immer so, Alex, du läufst zuerst und machst dennoch mal Sport, ja? Mhm. Weil ich habe das als Bonusaktion. Als, okay. Aber würde das bei uns auch funktionieren, wenn wir laufen? Nee, ne? Dann nee, wir haben nur Spurten, kein Laufen mehr. Ihr habt das als Aktion. Ja, logisch, jetzt stellt er sich wieder dahinter. Dieser kleine Hurensohn. Richtig einen Molotow-Cocktail nach da oben werfen. Da ist jetzt kein Boom mehr. Ja, vielleicht greift er mich an. Kannst du nicht mit dem Bogen da noch. Achso, nee, du hast Sputen. Nee. Jetzt, ne? Ah, ja, weil bei Sputen hat er. Alles klar. Maybe I need more pockets.
Kannst du die Holztür hier unten aufmachen? Meinst du mich? Die schäbige Holztür. Ich habe eine verschlossene Truhe auf jeden Fall für Alex. Ja, ich komme. Wollt noch den ganzen Stuff hier mitnehmen? Ja, ja, mach mal. Ich loot auch die Truhen drumherum, aber ich bleibe in der Nähe von der Truhe. Ich höre aber auch auf jeden Fall noch einen Gegner in der Nähe. Ja, wenn wir nach links unten laufen von mir, also nach nicht ohne Seife waschen, nach Westen, unten, da laufen schon Gegner rum. Alter, ein leichter Hammer. Wo ist der Hammer? Da drüben. Gib mir den Hammer. Und hier oben sind auch die nächsten, okay. Die haben wir schon gar nicht mit dem Hammer. Ist der Schurke mit dem Hammer? Der Schurke mit dem Hammer. Jusen hat doch einen alten Schlüssel hier liegen lassen. Ich nehme ihn mal mit. Eine Streitaxt steht hier auch noch rum und ein Speer. Da unten streiten dich welche. Wollen wir mal hingehen? Ja, da geht's ein bisschen ab. Hier oben geht's ab und auf der anderen Seite geht's auch ab. Was ist denn hier nur mit der Tür? Ja. Jusen hat hier alles stehen lassen. Warte doch mal kurz. Alright. Ich komme ja. Okay. Alter. Ein Adlerauge. Alter. Okay. Also sowas von geschafft. 27. Oh, kommt mal mit rein, bitte. Das ist eine Höhle. Wo bist du denn? Keine Ahnung, wo ihr seid, ne? Unten bei so ein fettes Tor unterm Fenster. Ich sehe Jusen. Ja, nee, weiter rechts. Oder rechts, oder rechts. Unterm Fenster, da wo der Goblin die ganze Zeit war. Ja. Da ist. So, Alter. Du bist genau in die falsche Richtung. Jetzt hast du so hier gedreht, dass du es nicht siehst. Ich bin auf der Karte wieder da. Rechts. Ja. Da, genau das. Hier bitte rein. Den Goblin habt ihr auch nicht gelootet hier. Nice. Seil. Ich gehe runter, ja. Just another crate. Mach doch. Sag mal Mr. Krabs, hallo. Hi, Mr. Krabs. So ein Begleiter jetzt, ja. David, bist du behindert eigentlich, Mann? Ich wusste nicht, dass das Vieh stirbt. Alter. Weißt du, opfer ich meinen letzten Punkt für, damit für den nächsten Kampf alles geil... Ach so, das wusste ich nicht. Ich gehe nee, runter, nee, macht das auch Spaß, oder was? Ich hab nur gesehen, dass ich so werfen kann. Jusen, versuch mal, ob du vielleicht Alex werfen kannst. Ich, wenn du mich anfasst, dann kriegst du zwei Dolche ab. Danach reg dich ein. Dann hast du ein ewiges Leiden. Er könnte auch noch jemand anderes looten als nur ich, das wäre echt nice. Ich bin auch Alex, dabei, ich lauf dir leider hinterher, das tut mir echt leid. Ey, Jusen, so wie du lootest, du lässt alles liegen. Drück mal Alt und auf alles drauf. Du hast. Ich gehe auf jede Kiste, die ich sehe, und drück darauf. Also lass mich vorhin. Ich halte ein bisschen mehr aus. Nicht die Leiter da hochgehen. Okay, da sind Holztruhen. Hier ist ein Kurzschwert. Alter. Das war Jusen. Ja, die eine Kiste ist wieder gesichert. Okay, ich komme mal wieder. Okay, David hat sie aufgemacht. Oh, nice. No traps, please. Ich
Oh, hier oben sind noch zwei Truhen. Looks empty. Da oben. Alex, hier ist eine. Ist die verschlossen, die Kiste? Oder? Guck mal, wenn ihr jetzt Alt drückt, seht ihr, dass da noch was liegt? Was wo liegt? Hier hinten? Diebeswerkzeug, genau. Knüppel, Morgenstern. Wo ist denn Alex da? Nee, wenn ich Alt drücke, sehe ich. Jetzt habe ich sie genommen. Jetzt hat er es gerade eingesammelt. Zu hoch. Ich komme da nicht hoch. Looks empty. Wie soll ich da hochkommen? Ich habe irgendwo gesehen, dass das eine Fähigkeit gibt, Sprung verbessern oder so ein Scheiß. Ja, gibt's bei mir. Habe ich aber nicht gelernt. Vielleicht habe ich den auch mit dran. Ich habe Sprung verbessern, Sprint verbessern, alles Mögliche. Das hängt halt damit zusammen. Ich bin oben. Ja, nice. Wo dann? Hau rein da. Ja, ich hab leider. Oh, ich hab's aufgehoben, die Kiste. Alter, nice, na, wirfst du mal runter. Also, kann ja, ich komm mal runter und werf die raus, einfach. Wir hätten auch alle hoch. Na, nee, das ist so hoch, echt krass. Ich kann da nicht hoch. Genau. Wenn du so rauswirfst, dann kann ich das, glaube ich, machen. Yes. Alter, Jusen kann sich sogar Riesenkisten einstecken. Oben wäre noch eine Kiste gewesen, Jusen, mit einem Stern. Wenn du nochmal hochspringst, rechts. Ja, ist sicher. Oh. Nice. Offen. Hier sind auch Kurzschwerter. Oh, 4 bis 13 Langschwerter hier. Ja, klar. Gönn dir. Nee, brauche ich ja nicht. Jusen, ich glaube, ich habe ein Schwert für dich. Weiß ich aber nicht. Musst du mal bei mir reingucken. Gab guten Loot hier. Das ist eine Flasche. Mhm. Ganz unten das Grüne. Ja. 5 bis 10. Ja, meist macht der 4 bis 15. Aber guck mal, diese Effekte und so. Ja, aber wenn du es reinpackst, hast du da noch Angriffsbonus? Ja, plus 6, ein Angriffsbonus hast du. Aber er hat nur bis 10 und nicht bis 15. Ja, naja, dann nicht. Die mittlere Rüstung wollte Jusen nicht haben? Ich meine, okay, ist ein kleines bisschen schlechter als seine, aber hat er für geile Effekte. Ja, so geil sind sie nicht. Also hilft mir nicht in meiner Spielweise, sagen wir so. Ein Dolch 4 bis 7, nice. Aber ist doch eigentlich Ordnung der Natur, Untote, Träger angreifen und erledigen 1 bis 6 Schaden, Tiere und Träger, die angreifen, auch 1 bis 6 Schaden. Naja, einmal kriegst du mehr Schaden und bei den anderen verteilst du mehr Schaden. Mhm. Also bis ja, jetzt... Ja, das gleicht sich dadurch wieder aus und dadurch ist es eher für den Arsch. Naja, wenn wir gegen Untierte kämpfen, dann macht das Sinn, aber so... Naja, aber man schleppt ja nicht 80 Rüstungen mit sich rum, nur für die richtige Situation das Richtige dabei zu haben. Ja. Das war's dann, oder? Oder wo kommen wir hier weiter? Jo, ich glaube, das war's hier. Ich würde sagen, wir gehen hier nochmal raus und dann gehen wir nochmal ins Lager, oder? Oder wollt ihr noch nicht chillen? Oh, man konnte ihn auf jeden Fall anmachen. Keine Ahnung, was der dir gebracht hat. Oh doch, man kann hier Sachen schmelzen, Leute, im Schmelzofen. Oh, ich habe Eisen. Komm mal ran. Ja, ich habe Eisen. Ja, komm mal ran. Ich muss da immer anmachen, Blasebalg, und dann kannst du Rind wacken und dann musst du nochmal Blasebalg machen. Genau, das musst du kombinieren mit einem Metall, den Schmelzofen, da kommt unten was raus. Und dann probier mal dein Glück, Alex. Als Zwerg bist du doch eigentlich dafür geboren.
Tja, gucken wir mal. Zack. Kombination nicht möglich. Infernalisches Eisen kann ich nicht schmelzen. Ja, das ist ein bisschen sehr hart. Okay. Du musst sowas Normaleres nehmen, sage ich mal, anstatt so ein Special-Eisen. Den Eimer. Ich nehme den verfaulten. Oh, ich kann mit. Seit wann kann ich denn das? Ich kann mit den Toten. Achso, ja, das ist Amulett. Mit dem Amulett. Mit dem Amulett, was du vorhin gefunden hast, Alex, kann ich mit den Toten sprechen, ne? Ja. Deswegen habe ich ja gesagt, du sollst das reinmachen vorher. Naja, aber hätte ich ja mal zwischendurch machen können, ne? Zum Beispiel bei dem weißen Hund oder Wolf, was da vorhin war. Da hätte ich ja mit seinem verstorbenen Freund dem sprechen können oder so. Achso, nee, aber ich glaube, das ist quasi mit Untoten reden. Also, dass so wie der Knochenknopf. Mit Toten sprechen. Vorhin. Gewähre einem gewähre einer humanoiden Leiche einen Hauch Leben, damit sie zu 5 Fragen antworten kann. Nee, ich kann jeden jeden Menschen. Ja, krass. Ist das ein einmaliger Nein. Rolle? Okay, das ist cool. Das ist ein Ritual. Das habe ich durch die Kette, kann ich das machen. Jo. Das habe ich auch unten direkt neben meinem Schusspfeil und so, also bei den normalen Aktionen. Also ich kann da nichts reinpacken. Ich habe es jetzt alles probiert, so ein Blech oder Hallo. Sonst irgendwas. Hätte sein können. Nix. Man kann den verfaulten Fisch essen. Bei Jusen, hier hochgesprungen kommst du nicht, wo David noch steht, ne? Wo David noch steht? Naja, da an dem Raum, wo gut das dicke Feuer ist, hier hinten. Da kommst du nicht hochgehüpft, oder? Da ist ja auch die Wand eingestürzt von da jetzt nach oben. Doch. Und sag mal, was da oben noch ist. Gar nichts. Das ist Hadi. Doch, hier ist eine Wand, die ich einreißen könnte. Da ist er rein. Warte mal, ich komme mal Alex hinterher. Das sieht aus, als wenn der hier hochkommt. Stark. Ich rüst hin oben. Immun gegen Hiebschläge, du musst. Ich brauch einen Hammer, Wendel. Energieresistenz hat's nicht. Ich krieg's kaputt. Ich kann dir auch meinen Stab geben. Ich krieg's kaputt. Drauf schießen kann man auch. Flüstern der Tiefen. Okay. Gut, dass ich nochmal nach da oben wollte, du. Überleben fehlgeschlagen. Was stand gerade über dir, Peiler? Sei vorsichtig, was? Na, auch bei Jusen. Irgendwas mit Überleben. Ja, Überleben ist fehlgeschlagen. Ja, richtig. Okay, hier ist. Ja, aber da. Du hattest den Wurf richtig. Okay, da unten. Alex, ist das war für eine Sekunde drin. Kann ich dir nicht sagen. Kann man über die Ruhe laufen oder nicht? Na, ich würde jetzt nicht über die Netze gehen. Ich jetzt auch nicht unbedingt. Wo da hinten ein geiler Rucksack ist. Ich wollte mal ausprobieren.